Herzlich willkommen, lieber Robert. Herzlich willkommen bei Wert und Hebel. Danke, danke. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Robert, du bist der erste ausländische Gast in unserem Podcast. Das freut mich sehr. Super, ja. Ich werde das versuchen, auf meine allerbeste holländische Deutsch zu machen. Du machst das wunderbar mit deinem ganz charmanten Akzent sozusagen. Wir Deutschen freuen uns dann immer, holländischen Akzent zu hören. Ja, super. Ich darf dich kurz da draußen vorstellen, wer du bist, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Robert Walder, du bist Gründer und Geschäftsführer der Sourcing Champions, einer spezialisierten Beratung aus Amsterdam in den Niederlanden. Spannend ist, dass dein berufliches Leben bei einem der größten Technologiekonzerne Europas war, bei der Firma Philips. Stimmt. 18 Jahre warst du dort in verantwortlichen Positionen. Das heißt, am Ende die letzten Jahre sogar als Vice President für Procurement. Das heißt, du hast bis 2014 den weltweiten Einkauf bei Philips verantwortet? Absolut, ja. Okay. Was bringt einen auf die Idee als 44-Jähriger, danach, nach 18 Jahren im Weltkonzern, zu sagen, wisst ihr was, ich mache mich selbstständig. Was war dir und deine Beweggründe dafür? Ja, unglaublich zu erfahren, dass nach 18 Jahren das Moment für mich war, um zu denken, ich möchte wirklich auch mal andere Industrien, andere Firmen sehen. Und ich weiß, dass wir in die Zeit bei Philips wirklich top-notch Einkauf gemacht haben. Mhm. Ja, die Programme waren super. Und ja, für mich war es interessant, um zu gucken, wie geht das in andere Industrien. Und ich weiß auch, die Power, die Procurement sein kann. Und ja, meine Idee war, um das wirklich dafür zu sorgen, wenn es nicht so ist in andere Industrie, andere Companies, um zu helfen, um die Power von Procurement wirklich dazu bringen. Das hört sich sehr vielversprechend an, auf jeden Fall. Ja. Jeder kennt Philips, auch in Deutschland, weltweit, ist er einer der großen, ganz europäischen, tollen Marken. Aber welche Verantwortung hattest du vielleicht am Ende deiner Zeit bei Philips 2014? Also wie groß war dein Verantwortungsbereich? Wie viele Mitarbeiter hattest du oder was für ein Einkaufsvolumen ging, dass man eine Vorstellung davon hat? Ja, in Philips war strukturiert in drei große Bereiche. Mhm. Eine für Lighting, eine für Medizin und dann eine für Consumer. Mhm. Und eigentlich habe ich die meiste meiner Zeit in die Lighting Division gearbeitet. Und meine größte Rolle da war ich verantwortlich für all die LED, elektronische Komponenten und die Outsourcing. Mhm. Die Outsourcing hatte ich dann auch across Philips gemacht. Okay. Das war ein Bedarf von mehr als 2 Milliarden in Spend. Mhm. Hunderte Einkaufers, wirklich überall in die Welt. Ja? So das war schon eine große Rolle, wo man in Nordamerika, Europe, Asia, ja, das Team so zu führen. Und meine letzte Rolle war ich verantwortlich für die Einkauf in das Consumer-Bereich, einer der drei Divisions, um da eine Transformation für Einkauf zu bringen und noch eine bessere Performance. Okay, also sehr spannend. Ja. Philips hat ja viele Sparten verkauft, wie man nachlesen kann, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte sogar. Wie kann man das erklären? Hast du ein Gefühl dafür, warum man es, das ist vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend, wie ist es dazu gekommen? Warum hat man immer mehr weggeschnitten bei Philips eigentlich? Ja. Naja, ich komme aus das alte Philips eigentlich, weil all die Bereiche, wo ich wirklich aktiv gewesen bin, sind nicht mehr Philips. Okay. Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Naja, so, Philips war die Nummer 1 in Lighting. Mhm. Ja, Philips war die Nummer 1 in Consumer für eine lange, lange Zeit. Aber da waren so viele Dynamiken in dieser Industrie, dass Philips Board damals die Wahl gemacht hat, um von mehreren Businesses das nach nur einer zu gehen. Mhm. Vielleicht ist das auch Business Fashion. Mhm. Ja? Kann auch sein. Geht man als ein Konglomerat oder mehr als ein Focused Business. Mhm. Und, ich bin noch aus der Zeit von der Konglomerat. So, ich glaube auch mehr in das Konglomerat-Konzept als nur ein Focused Business zu haben, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So, ich bin von dieser Zeit von Philips. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, also aktuell macht Philips ungefähr einen Umsatz von 17, 18 Milliarden Euro, ja, mit irgendwie 77.000 Mitarbeitern ungefähr, aber konzentriert sich nur noch auf den Bereich
Health. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt alles andere ist weg. Das heißt, Fernseher ist eine Lizenz mit dem Chinesen, Haushaltsgeräte ist weg, es ist quasi das, was man kennt als Konsument, ist quasi alles nicht mehr in eigener Hand zumindest. Das ist immer licensed. Also ist ja eine spannende und prägende Zeit deines Lebens gewesen, 18 Jahre in so einem Weltkonzern zu sein. Das ist auch super spannend. Was waren für dich deine größten Herausforderungen, auch vielleicht in den letzten Jahren bei Philips? Was würdest du sagen? Wie in jedes großes Konzern hat man die Welle von Organisation. Und Procurement, wo ich immer tätig war, ist immer davon viel abhängig. Und bei Philips hatten wir auch mehr Fokus auf die Businesses, mehr Fokus auf die End-to-End. Hatten wir Jahre, wo Procurement wirklich stark war und dann auch, dass es wieder zurück an die lokale Businesses gegangen war. Und damit haben wir am Ende doch die Power von Procurement ein bisschen verloren, dass wir dann später wieder aufgebaut haben. Das an einer Seite war viel von unserer Arbeit. Sorgen, dass man die Categories wirklich stark hat, um die Synergies von das Konzern wirklich zu benutzen. Zu der Zeit 2014 gab es noch viel Eigenproduktion in Irlanden oder in Europa von Philips selber oder war das damals schon alles in Asien? Hängt von den Businesses ab, aber schon ein sehr großes Outsourced-Volumen. Und dann vielleicht Endassemblage oder so in Europa. Mhm. Aber viele Outsourcing von Manufacturing in Asien. Ja. Auf deinem LinkedIn-Profil steht ja, du bist Passion for Procurement. Ne? Ja. Ich finde das toll, weil das ja auch meine Herkunft ist. Das kann ich ja nicht leugnen, will ich auch gar nicht. Aber geht das überhaupt? Einkauf ist doch nicht leidenschaftlich oder Beschaffung. Wie kann denn Einkauf leidenschaftlich sein? Habe ich noch nie gehört. Was fasziniert dich so daran? Das Coole, ich komme natürlich auch aus einer Welt, wenn man in University ein MBA macht, dass die Einkauf war nicht so klar dargestellt. Mhm. Aber jetzt ist das, denke ich, doch anders, weil wenn man 70% von den Kosten von einer Firma bist, wenn man sieht, was die Power von die Supplier Base ist, um Innovation zu bringen und Performance zu bringen, dann sieht man, was für einen Beitrag das haben kann, wenn man das gut macht. Mhm. Das hat man in Philips auch wirklich gesehen. So die Leute in Philips, die in Einkauf sind, das sind sehr, sehr talentierte Leute. Mhm. Und wir hatten damals auch ein großer Talentaufbau vom MBA, Leute coming into procurement, weil das so interessant ist. Warum ist das interessant? Es ist sehr strategisch, mhm. es ist sehr kommerziell mhm. und auch natürlich operationell. So, mhm. man arbeitet mit eigentlich alle verschiedenen Funktionen in einer Company. Und mhm. wenn man es weer sehr gut macht, dann arbeitet man auch mit dem Marketing und Sales zusammen. Und das macht Einkauf so interessant. Also aber dann muss sexy. Man auch. Einkauf ist sexy. Ja, und man ist auch die Dealmaker. Mhm. Die Dealmaker mit die Outside World. Mhm. Das ist natürlich auch sehr interessant. Aber aus welchem Antrieb heraus hast du dann 2014 die Sourcing Champions in Amsterdam gegründet? Was war deine Motivation? Ja, meine Motivation war, um wirklich andere Industrien zu helfen, um Einkauf wirklich zu einem Wettbewerb Vorteil zu machen. Mhm. Verstehe. Das war die Mission. Okay, das ist jetzt ein paar Jahre her. Ja. Hast du es geschafft? Hast du ein paar andere Industrien, Unternehmen in diese Situation verbracht? Ja. Okay. Ja. Ich muss sagen, dass man sieht, dass in mehreren Industrien Einkauf okay ist dargestellt. Manchmal war auch sehr gut. Und manchmal, und auch die Zeit hatten wir auch bei vieles, muss die Power zurückgebracht werden. Und ich glaube, das ist die Spezialität von Sourcing Champions und wirklich dazu helfen, um ein Next Level zu bekommen. Und das haben wir in Automotive. Unglaublich, das denkt man doch nicht. Das ist doch die Top der Procurement. Nein, in Automotive haben wir das gemacht, in andere Industrien, in Defense, aber auch in Banking. Mhm. Und so viele verschiedene Erfahrungen. Wenn du vom Plural sprichst, also in der Mehrzahl,
Kannst du grob schildern, wie groß ihr seid, dass man einen Eindruck bekommt? Ja, so wir sind wirklich Boutique. Wir sind ungefähr 10 Leute. Okay. Ja? Und hochspezialisiert auf das Thema Procurement? Ja, wir machen nur Procurement und wirklich Transformation Procurement sorgen, dass das Ankauf wirklich stark ist und auch starke Resultate darstellt. Aber nehmen wir mal an, wenn ein Unternehmen hat schon den Einkauf viel getan, da gibt es vielleicht einen jungen Menschen, der sich da auch schon ausgetobt hat, hat viele, viele Veränderungen schon vorgenommen in der Organisation. Was findest du in der Regel noch vor? Welche Potenziale oder welche Hebel kann man noch ziehen? Was kann man noch verbessern? Was sind so die Themen, die momentan die Firmen interessiert? Ja, natürlich ist die Basis von Procurement, und das bleibt natürlich auch immer so, dass wir die Cost Controller sind, doch. Wir müssen die Kosten managen. Was wir gesehen haben in vielen Industrien, ist, dass Einkauf oft zu viel wirklich auf die Sache zusieht, aber nicht transformiert. Was bedeutet das? Manchmal ist man glücklich mit 1% Cost Reduction oder 1-2% pro Jahr. Und das ist natürlich, wenn man 5 bis 15 Normaliter holen kann, dann ist das natürlich eine große Schritt, die man noch machen kann. Aber um das zu machen, muss die Mentalität natürlich auch verändern. Man muss einen Kampfgeist entwickeln, um das dann auch wirklich zu realisieren. So, jetzt wird es spannend, lieber Robert. So, 5-15% sind also machbar. Wie verstehst du das? Vielleicht, wie definierst du das zuerst, wenn du sagst, 5-15% sind realisierbar unter Umständen? Willst du es einmal definieren, was du da genau darunter verstehst? Ja, das ist eine sehr einfache Kalkulation ist natürlich die Preise vom jetzt, bis wir es dann wieder negotiated, verhandelt haben und dann die Preis danach. Natürlich, das ist die einfache Kalkulation mit das Volumen von meinem volles Jahr. Also auf ein Jahr immer. Auf ein Jahr. Und wie geht das denn, Robert? Was für ein Zaubertrick? Jetzt warst du selber ja CPO und du warst selber in einem Weltunternehmen. Jetzt bietest du diese Dienstleistung quasi ja seit einigen Jahren dann selber an. Was ist der Unterschied, wenn man jemand Externes nimmt wie euch und der führt das durch, führt zum anscheinend deutlich stärkeren, besseren Ergebnis? Was macht ihr anders als die Kollegen, die sonst im Alltag dort tätig sind? Ja. Was ist der Unterschied? Warum können die das nicht? Ja, die können das, aber ich denke, das sind zwei Sachen sehr wichtig. Ein ist die Freedom to Act. Was bedeutet das? Manchmal in Unternehmen ist es schwierig, um die Support von anderen Funktionen zu bekommen. Und eine der wichtigsten Funktionen zum Beispiel ist die R&D oder die Operations. Und die haben ihre eigenen Prioritäten. Und wenn man was ändern will, man möchte von einem Supplier naar een andere Supplier, of man möchte die Specifications ändern, dan braucht man natuurlijk die Support. Wenn wir kommen, dann kommen wir wirklich mit einem Programm, das unterstützt wird durch das Management und mit einer Zusammenpriorität, um wirklich die Kosten zusammen zu sparen. Das ist, denke ich, das ist die Governance, die wir da setzen, was normalerweise nicht immer da ist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, die Lieferanten so weit zu bekommen. Und dafür haben wir ein spezielles Programm entwickelt über die Jahre, das sehr interessant ist. Das heißt das Supplier Convention, um wirklich die Top-Lieferanten auch zusammen zu bekommen mit das Management von die Firma's, um zusammen ein Kostenbesparungsprogramm zu starten. Okay, also zwei super spannende Punkte. Will ich ganz gerne mehr tiefer gehen. Jetzt wird es spannend. Also Punkt 1, das heißt, ohne das Commitment und die Beauftragung des Top-Management wird sowas nicht funktionieren? Oder kann es auch eine Einkaufsleitung selber entscheiden, passiert das, dass sie das selber beauftragen bei euch? Oder ist es immer eine Aufgabe des Top-Managements? Na, das ist sicher eine Aufgabe von das Einkaufsmanagement, aber
das Einkaufsmanagement selber braucht die Support von den anderen Funktionen. Okay. So, man muss wirklich die Top-Management Support haben, um eine wirklich wichtiges Cost Reduction Programm zu starten. Hast du Erfahrung darin, dass EinkaufsleiterInnen das selber initiiert haben, aus eigener Motivation heraus, mit jemand Externes so ein Kostenmanagementprogramm aufzusetzen? Ja. Okay. Ja. Ich habe Beispiele von wo das durch Einkaufsmanagement initiiert ist, die Support bei uns gewonnen hat und dann so ein Programm gestartet und sehr successful. Was sehr gut daran ist, ist, dass Einkaufsmanagement auch sehr motiviert ist, um das zu machen. Aber manchmal kommt das vom der Chief Financial Officer oder der CEO, neue Board Members, die etwas, die Transformation brauchen. Und gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Der zweite Punkt war deine Convention. Das heißt, auf Deutsch wäre das ein Lieferantentag oder wie würdest du das beschreiben oder übersetzen im Deutschen? Ja, oder das ist, denke ich, ein Partnertag. Aber das ist für uns nicht nur ein Tag, das kann eine Woche sein, das kann zwei Wochen sein, das kann ein Monat sein, bis dass wir sehr intensive Zusammenarbeiten mit den Lieferanten. Ich provoziere mal. Das heißt, ihr erpresst die Lieferanten, dass da mehr gehen muss, oder was macht ihr da? Nein. Nein, was für uns wichtig ist, ist, und darum machen wir das auch. Darum sage ich, es ist nicht nur ein Lieferantentag. Die Lieferantentag, die ich kennt von früher, war, wir sitzen einen Tag zusammen, wir hören mal einige Informationen von das Management und dann gibt man die Award of the Year und dann geht man wieder nach Hause. Nein, was wir wirklich machen, ist, wir fragen das Management, um wirklich die Strategie von der Firma vorzubereiten und das auch an die Partners mitzuteilen. Weil das ist, denke ich, was oft nicht da ist. Dass die nur Teile von die. Und dann auch natürlich die Strategie mit die Translation. Was bedeutet das für Einkauf? Was sind die Volumes für die nächsten Jahre? Und was da natürlich wichtig ist, welche Lieferanten sind best passiert, um die Next Wave, die nächsten 5 Jahre, die Firma zu helfen, um die zum Beispiel die Wachstum da zu setzen oder international stärker zu werden. Also kann ich das so vorstellen wie so ein Entwicklungsprogramm für eine gemeinsame Partnerschaft der Zukunft mit dem Lieferanten, kann ich das so formulieren? Ja. Ab welcher Firmengröße lohnt sich das? Jetzt haben wir, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt auf einen Weltkonzern wie Philips kommen. Was würdest du sagen, wann kann man sowas aufsetzen? Es gibt ja ganz viele Mittelstandsunternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz und dann vielleicht 50 Millionen Euro Einkaufsvolumen. Wann ist es sinnvoll, sowas zu machen, sowas aufzusetzen? Ich denke, so ein Supplier Convention, so ein großes Programm ist mehr geeignet für Companies, wo eine bisschen eine Komplexität da ist. So, die haben multiple businesses und multiple Länder. So, ich denke, 250 bis 500 Millionen, da startet das als Revenue. 250 bis 500 Millionen ungefähr. Also ab 250 Millionen kann man dann nochmal ins Gespräch gehen. Dann kann man so etwas machen. Mhm. Aber natürlich für Companies mit 100 Millionen kann man auch super Performance-Programme machen. Das ist ein fantastischer Überleitung, ein fantastisches Stichwort. Performance-Programm. Ne? Was bedeutet für dich ein Performance-Programm? Wie würdest du es bezeichnen? Was heißt das? Was ist das? Ja, Performance-Management ist für mich heute zum Tag etwas anderes, dann das früher war. Weil früher war es wirklich Performance Management und noch immer wichtig, um erstmal natürlich um Savings zu trekken. Also Savings Darstellung, Einsparungen machen und das wirklich zu managen und dann auch die Controlling wie heißt das, Feasibility und Validation zu haben, das ist ein unglaublich wichtiger Backbone. Also die Glaubwürdigkeit im Controlling in der Finanzabteilung zu bekommen. Ne? Ja,
Ja, weil anders hat man nicht das Performance Management Programm. Ja, das, was wir früher immer hatten in Einkauf, dass die sagen, wir haben 100 Millionen gespart und dann sagten und die CEO sagt, aber ich sehe es nicht. Ja? Der Klassiker. Das kann man nicht haben. Mhm. Ja. Aber so, man hat Kosten als ein Value Driver. Man hat Risk als ein Value Driver, man hat Sustainability jetzt als ein Value Driver, CO2 Reduction. So, Performance Management wird breiter und breiter. Mhm. Ja, so, es geht da erstmal um, dass die Firma wirklich sich beschreiben, was sind die absolut wichtigsten Value Drivers für die Company, mhm. was Einkauf beeinflussen kann. Und darauf muss man ein Performance Programm bauen. Okay. Das heißt, also wir können das CPO, der Chief Procurement Officer von gestern, wird der Chief Performance Officer von morgen? Ja, ja? Das ist schön. Spannend. Also wir hatten einen letzten Podcast-Gast da, den lieben Hanno Höhn, schöne Grüße an dieser Stelle, der CPO von Mann und Hummel. Ein sehr spannender Podcast, den ich an dieser Stelle empfehle. Gerne mal reinhören. Ich glaube Folge 10, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Und der Hanno Höhn beschreibt sich selber auch als der Chief Performance Officer des Weltkonzerns Mann und Hummel. Also gibt es da gerade so eine Veränderung in der Richtung? Ist da eine Tendenz zu sehen, dass das wichtiger wird, auch für die Einkaufsabteilung, für die Einkaufsleiterinnen und Leiter? Naja, ich denke, die Challenge für Einkaufsleiter ist natürlich, dass die Verantwortlichkeit mehr komplexer wird. Mhm. Ja, und jetzt natürlich mit das Sustainability-Thema, sind da so viele extra Sachen, die dazukommen, Risk Management, dass die Breite von des Einkauf, natürlich, ja, das ist Performance Management, absolut. Mhm. Natürlich in ein großes Konzern, gibt da noch andere Leute, die wirklich drauf sind. Hè? Performance Management, Controlling natürlich. Aber Einkauf ist ein unglaublich wichtiger Spieler in diese Sachen. Der gute Hanno Höhn hat beim letzten Podcast gesagt, Einkäufer sind die perfekten Umsetzer aufgrund ihrer beruflichen Notwendigkeit durchsetzen und umzusetzen. Gehst du damit? Sind die Einkäufer, Einkäuferinnen die perfekten Umsetzer und Transformationstreiber? Oder wie siehst du das? Oder wen hältst du dafür geeignet? Ja, ich glaube, ich bin einverstanden mit, was er gesagt hat, aber ich finde das nicht genug für Einkauf, okay. Um nur ein Umsetzer zu sein. Und das ist, warum wir in Sourcing Champions fokussieren unglaublich viel auf Strategie. Mhm. Und das ist natürlich, das ist auch ein Teil vom Einkauf, um erstmal die Strategie zu entwickeln. Die Einkaufsstrategie, die Strategien von den wichtigsten Categories, um damit ein Umsetzungsprogramm zu realisieren. Mhm. So, wir können nicht nur ein Umsetzer sein, aber auch ein Trigger für Transformation. Ich denke, das ist noch eine größere Aufforderung vom Einkauf, aber wir können das, weil wir sehen die externe Market. Wir arbeiten jeden Tag mit all die Funktionen in die Firma. Also dafür kann Procurement jetzt eine unglaubliche Transformation-Treiber sein. Und auch jetzt komme ich wieder zurück auf das Sustainability-Thema. Da sieht man auch mehr und mehr, dass der CPO auch der Chief Sustainability Officer wird, weil 70-80% von alles, was in Sustainability passiert, natürlich auch Einkauf ist. Mhm. Hm? Wenn du schon den Schwenk so machst, dann gehe ich den gerne mit, lieber Robert. Sustainability, Nachhaltigkeit, CO2, Scope 3. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was Scope 3 ist. Ansonsten magst du es vielleicht nochmal kurz erklären. Was ist Scope 3? Was versteht man darunter? Ja, Scope 3 ist wirklich das Teil vom Sustainability, was geht über die External Supply Base. Ja, so Scope 1 und 2 ist, was kann man tun inside die Firma, um CO2 so 2 nach unten zu bringen. Und Scope 3 ist, dann geht man nach raus. Ja. Und da, wie wir untersucht haben, ihr und wir sogar gemeinsam, hat der Einkauf vielleicht einen noch größeren Hebel, noch mehr als nur der Hebel über den Material- und Spendanteil am Umsatz, sondern wir haben ja untersucht, dass es teilweise bis zu 90% des CO2s, des verursachenden CO2s, tatsächlich
in der Beeinflussung der Vorlieferung liegt, sozusagen Scope 3, und damit am Ende auch in dem Beeinflussungsbereich des Einkaufs. Das heißt, der Beeinflussungsbereich des Einkaufs wird immer größer. Der war damals schon stark. Ich habe früher immer gesagt, 50% hat der Einkauf am Spend im Durchschnitt in der deutschen Wirtschaft an Einkaufs- oder Spendvolumen. Aber jetzt wird es noch wichtiger in Zukunft mit CO2. Ich kann mich erinnern, ihr hattet irgendwie in Amsterdam vor wenigen Wochen einen besonderen Tag. Robert, was war das in dem Kontext? Wir haben, weil es für uns so ein wichtiges Thema ist, haben wir die erste Procurement Climate Council in Amsterdam organisiert. Mit Kunden, Partners. Ja, das war wirklich eine transformational Event, muss ich sagen. Ja. Was waren da für Gäste dabei? Also wie stelle ich mir das vor? Ja, so wir hatten da Kunden aus mehreren Ländern. Mhm. Ja, so wirklich Großunternehmen aus verschiedenen Industrien. Mhm. Ja, und zum Beispiel Stahlkonzerne, Electronics-Konzerns, von diesen Companies, wo Sustainability wirklich ein wichtiges Topic ist. Aber wenn wir über das Thema CO2 und Einkauf sprechen, es muss natürlich eine Frage gestellt sein. Wir haben wirtschaftlich herausfordernde Zeiten jetzt 2023. Es wird anstrengender. Die Nachfrage nach Effizienzprogrammen steigt überall. Das Optimieren steht wieder im Fokus. Hast du den Eindruck, dass das Thema CO2-Optimierung und sich diesem Programm zu widmen, damit wir runterkommen vom CO2, dass das darunter leidet? Ja. Ja, ne? Ja. Erst denke ich, dass es gut ist, dass natürlich die Einkauf jetzt wieder gefragt wird, um die Inflation zu kämpfen. Klar, ja, weil anders geht es nicht gut. Ja, so dass das wieder zurück in Fokus 1 ist für die Companies, das ist wirklich zu verstehen. Mhm. Und die Einkauf muss jetzt wieder die Differenz machen da. Aber wir müssen jetzt, und das war auch die größte Learning für mich für das Event, das wir in Amsterdam hatten, wir müssen, wenn man als Firma noch nicht gestartet hat jetzt mit dem CO2-Programm, dann muss man das wirklich jetzt starten. Ja. Also insofern bietet ihr da auch, ich sag mal, die ersten Schritte an. Das kann ich nur empfehlen, sich überhaupt mal mit dem Thema auch aus Blick des Einkaufs zu beschäftigen, auch für kleine Unternehmen, vielleicht mit 200, 300, 400, 500 Millionen und größer, dass man den ersten Schritt tut, vielleicht eine erste kleine Guideline aufbaut, sich mal 1, 2, 3 Workshop-Tage damit beschäftigt, um überhaupt den ersten Schritt zu machen. Ich weiß gar nicht, worauf wir denn eigentlich noch warten sollen. Besser wird es sicherlich nicht. Also so viel sei dafür zu erzählen. Zurück aber trotzdem nochmal in Richtung Performance Management. Wir haben gesagt, du siehst durchaus auch den Einkauf, wie Hanno Höhn, dass der Einkauf auch ein guter Umsetzungstreiber ist. Aber beschreib doch mal, könnte ein Unternehmen nach deiner Meinung aus eigener Kraft ein Effizienzprogramm heute aussetzen, wenn sich das vorgenommen wird? Ich beschreibe jetzt mal ein fiktives Unternehmen mit, sagen wir mal, 500 Millionen Euro Umsatz. Der Einkauf hat eine Verantwortung von vielleicht 300 Millionen als Wertschöpfung. Und man als CFO sieht man jetzt, wow, hier wird es ein bisschen enger, die Margen laufen uns davon. Ich glaube, wir sollten mal ein Effizienzprogramm aufsetzen. Kriegt man das alleine hin? Oder was sind die ersten Schritte, die man da tun müsste eigentlich? Ja, ich weiß es nicht. Was wichtig ist, um ein Performance-Programm aufzusetzen, ist, man muss einen Antreiber haben. Mhm. So, wenn die CPO persönlich die Capabilities hat, so ein Programm zu treiben, das wäre natürlich das Allerbeste. Aber um ein Programm zu machen, braucht man auch wirklich gute PMO. So, das muss man nicht unter so ein Projektmanagement Office, um das Programm wirklich zu managen, zu tracken, zu steuern. Und die PMO, das Performance Management, Project Management Office, ist meistens haben Einkaufsorganisationen das nicht oder nicht genug. Mhm. Und das ist auch, denke ich, warum wir oft gefragt sind, um da zu helfen, ist
es ist das Programmmanagement, das Antreiben und dann es ist auch Change Management, das, was ich vorher gesagt habe. Man muss auch die Einkaufsorganisation in eine andere Mental Model bringen, in einen anderen Status. Mhm. Wenn man ein Performance-Programm macht, dann warum macht man das? Weil man bessere Performance haben will. Man möchte gerne Champions League Kost spielen. Mhm. Da muss man darauf trainieren und muss man so schnell möglich auf das Niveau vom Champions League kommen. Mhm. Und wenn man eine talentierte Gruppe hat, dann geht das schneller. Aber wenn man eine gute Truppe hat, kann man da auch viel mitmachen. Mhm. Ja, aber man braucht einen Coach, man braucht ein Project Management Office, um das wirklich successful darzustellen. Kannst du uns ungefähr eine Übersicht geben, wie das strukturiert ist und wie lange dauert so ein Programm? Also wer sind da Beteiligte? Was für ein Ressourcenaufwand ist das, sag ich mal, für ein Mittelstandsunternehmen? Bleiben wir bei der Größenordnung 500 Millionen Euro Umsatz, dass man eine Einordnung hat. Ja. Also wie ist das strukturiert? Ja. Das schnellste Programm, das wir immer gemacht haben, ist 8 Wochen. 8 Wochen nur? 8 Wochen. Aber... das ist, aber die meisten Programme, denke ich, 3 bis 6 Monate kann man eine erste Wave machen. Mhm. Und ein Programm, um wirklich successful durchzuführen, denke ich, 6 bis 9 Monate hat man ein super Programm. Wann kann man 8 Wochen machen, wenn man schon einige Vorbereitungen getan hat? Okay. Man hat schon was gestartet, aber man muss die letzte Push haben. Dann kann man in 8 Wochen das wirklich zum Beispiel nach ein Convention bringen. Aber da muss schon viel Vorarbeit gemacht werden sein. Mhm. Normalerweise, ich würde sagen, in 6 Monaten hat man ein gute Basis. Aber man möchte natürlich auch nicht, dass man nur ein Programm macht. Und dann, dass man die Capabilities danach wieder verliert. So geht es auch, dass wir die Capabilities in die Firma bringen. Das ist ja auch der versteckte Vorwurf oftmals. Ne? Ja. Die Optimierer, die Berater kommen rein, wirbeln viel Staub auf und nach 6 Monaten gehen sie wieder. Und es fällt wieder zurück, wie es vorher war. Lieferanten sind verärgert möglicherweise. Was tut ihr dagegen, um es anders und besser zu machen? Was ist euer Erfolgsrezept? Dass wir vom Start an Leute mitnehmen, so zum Beispiel das Project Management Office, dass wenn wir weggehen, dass da ein interner Office ist. Okay. Ja, die Leute sind mitgelaufen mit uns durch das ganze Programm, so die sind sehr gut in die Capabilities danach, um das weiterzumachen. Und all die Einkäufer haben mit uns mitgemacht und die haben wir strukturiert Capabilities mitgegeben, Formats, Protokolle, Arbeitsweisen, das haben die alles. Mhm. So, da geht es um, dass intern das weiter durchgeführt wird. Ja? Und das kann das Programm Office zusammen mit das Management kann dafür sorgen. So, wir haben dann wirklich auch einen Vorschlag von wie das weitergeht, gehen wir auch mit, vor dass wir draus gehen. Robert, jetzt sind wir in diesen stürmischen Zeiten, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Das müsste ganz Europa, müssten euch ja sozusagen, flapsig gesagt, die Bude einrennen, wie man hier in Deutschland sagt. Also es müsste viel passieren. Merkst du auch eine stärkere Nachfrage, dass da die Nachfrage nach solchen Themen größer wird als noch vielleicht vor 1-2 Jahren? Ja, das Kostenthema ist wieder ganz hoch. Klar. Ja, also für 2 Jahre war es nur das Thema, war Supply. Verfügbarkeit. Ne? Verfügbarkeit. Mhm. Jetzt ist Kosten wieder absolut Nummer 1. Und das sehen wir in die Anfrage nach uns auch. Ja. Also wenn ich mit Unternehmern spreche oder auch mit verantwortlichen Personen aus dem Handel und aus der Industrie, ist ja die Belastung auf die Organisation heute so hoch wie noch nie zuvor, weil die Themenvielfalt so stark ist. Also Nachhaltigkeit, Kosten runter, Verfügbarkeit ist immer noch ein Thema, SAP HANA einführen und ich was alles. Und das alles gleichzeitig. Es betrifft immer die gleiche Organisation und die gleichen Champions in der Organisation. Jetzt setzt man so ein Effizienzprogramm auf oder so ein Performance-Programm von euch, setzt es ein. Wie stark belastet jetzt die vorhandene Organisation und was tut ihr dagegen, dass die Leute nicht verbrennen? Was macht ihr? Wie kriegt man es hin?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, aber denke ich auch eine wichtige Frage. Ich denke, das Management muss vorab wirklich nachdenken über, was läuft alles. Mhm. Natürlich, wenn man ein SAP S/4HANA Implementation macht, vielleicht wird das nicht für die ganze strategische Gruppe die Arbeit sein, aber für Teil der Organisation auch. Wenn wir kommen und wir machen ein Performance Management, dann brauchen wir wirklich die Priorität und die Kapazität von der Gruppe dazu machen. Das ist für uns ein Startpunkt, mhm. Sodass die Freiheit haben, um das auch wirklich umzusetzen. Ja. Du hast vorhin mehrfach dieses Performance Management Office erzählt, also die Struktur, das Rahmenwerk drum und sowas zu etablieren, aber auch, um es dauerhaft aufrechterhalten zu können, wenn jemand Profis wie ihr weg seid. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, was ist es genau? Also was muss man da anders machen und ist das dann auch im Einkauf aufgehängt oder in anderen Abteilungen? Ist das übergreifender im Unternehmen oder ist das wirklich nur ein Performance Management Programm nur für den Einkauf oder für die gesamte Company? Ja, na, wie gesagt, wir fokussieren uns nur auf Einkauf, aber was bedeutet nur Einkauf? Nur, wenn man ein Einkaufprogramm hat, braucht man immer die anderen Funktionen. Mhm. So, es geht über External Supply. Und alle Funktionen innerhalb einer Organisation, die damit beschäftigt sind, sind Teil dieses Programms. Mhm. Ja, so das ist wo das Support. Aber um das zu organisieren, denk nach, wenn man die Top 100 Lieferanten nimmt und da ein Programm mit startet, dann sind das 100 Sub-Projekte. Was heißt Sub? 100 Teilprojekte. Ach, so Subprojekte, Entschuldigung. Das ist, ja. 100 Teilprojekte. Mhm. So da, um das alles zu verfolgen und das in die Zeit, wenn man das so etwas in 6 Monaten machen möchte, dann muss man das sehr kurz verfolgen. Wer macht was, die Planung, die Auffolge und all diese Sachen. Wenn man etwas organisieren will und die Lieferanten nach deiner Firma bringen will, muss man die einladen. Da ist so viel zu organisieren. Und auch intern mit allen Stakeholders das alles gut zu managen. Mhm. Ja, das ist, was das Projektmanagement Office macht. Ich glaube auch, dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle ist. Bei uns heißt es ja Wert und Hebel. Darum, wir vermischen das Thema und das finde ich ganz großartig eigentlich. Es geht ja um die Werte, das heißt die harten Euros, die man dann auch optimieren will, aber auch um die Werte, wie man miteinander zusammenarbeitet oder mit Lieferanten, aber auch die Hebel, die man hat, um etwas zu verändern. Viele Mitarbeitende reagieren ja oft ablehnend oder zurückhaltend auf solche Transformationsprojekte oder auf solche Programme. Welche Erfahrung hast du damit gemacht und wie motiviert ihr die Mitarbeitenden dazu, in diesem Programm und in den Maßnahmen in dem Unternehmen sich zu beteiligen? Was ist das? Der Schlüssel sind ja die Mitarbeitenden. Ja. Wie schafft ihr das? Ja, ich hatte das Vorbild, dass wenn man jedes Jahr 1-2% Kostenbesparung macht, ja, auf einen 100 Millionen Einkaufsumsatz 1-2 Millionen. Wenn man das nach 5 Millionen durchbringt, das ist schon 3 Millionen mehr. Ja. Aber um das zu machen, oder 15% ist 15 Millionen, so, braucht das eine andere Denkweise, Art und Denkweise von die Einkaufs. Und wie schon gesagt, ist das oft nicht bei der Einkauf, aber die haben schon viele Male was versucht. Mhm. Und die haben das nicht durchziehen können. Und das ist natürlich in die Kopf. Und dann kommen wir und sagen, nein, aber jetzt werden wir das machen. Und ja, und die glauben uns nicht in Anfang. Das ist die Realität. Mhm. Und ja, darum ist es für uns wichtig, um sehr schnell schon ein kleines Resultat zu bekommen zusammen, sodass die Gruppe sieht, hey, hier spielen wir doch anders. Also schnelle Erfolge generieren? Schnelle Erfolge. Und dass die auch sehen, dass das Top-Management wirklich die Support bringt, okay, und dass auch die anderen Funktionen mitmachen, dann fängt es an zu laufen. Also hat das ganz viel damit zu tun, wenn ich dir richtig zuhöre, die notwendige Aufmerksamkeit im Unternehmen und im Top-Management dazu zu erreichen, dass man endlich mal durchgreifen kann. Ja. Ist das sowas? Ja. Du hast es genannt Freedom to Act. Ja. To Act finde ich ein toller Begriff dafür. Ja.
verstehe ich, kann ich auch total nachvollziehen. Ich glaube auch hundertprozentig, dass sich dadurch was neue Kräfte freisetzen. Wie gelingt es das dann, wenn ihr raus seid, 6 bis 9 Monate später oder wann auch immer, das aufrechtzuerhalten? Jetzt ist die Attention nicht mehr da, der Robert Walder ist nicht mehr da. Nein, aber was passiert ist, ist, dass die Einkauf nach die 6 Monate eine ganz andere Standing in die Firma bekommen hat. Weil die Firma sieht auch, wow, die haben da ein Resultat gebucht. Mhm. Ja, Millionen extra für die Company. Was wieder in Growth oder andere Sachen investiert werden können. Das ist eine super Beitrage. So, da wird das normaler auch für die Einkaufers, um die Support von die anderen Funktionen zu bekommen. Ja, so, ja, das ist, was dann passiert. Die Standing ist so viel höher. Kann ich total. Ist das Deutsch? Nein, absolut. Ja? Das Standing, das nutzen wir, es ist eingedeutscht heute. Ne? Okay. Also um den Status des Einkaufs einfach und Erfolge machen, interessant und Erfolge, da kannst du dann halt auch eine höhere, dann hast du mehr Platz an deiner Stimme am Tisch sozusagen. Ne? Exactly. Das verstehe ich sehr. In meinem Podcast mit Reinhold Schlenzog, das war noch ein anderer Gast, den wir hatten, ein sehr spannendes Gespräch mit ihm, kann ich nur empfehlen. Er war über viele Jahre CEO von Fast-Moving Consumer Goods Unternehmen wie Tecan, Mägler und vielen anderen. Da hat er gesagt, und wir haben festgestellt, dass es klüger ist, natürlich aus einer starken Position heraus so ein Programm zu starten. Also nicht erst, wenn es schwierig wird, sondern im Anfang, wenn man noch gut drauf ist sozusagen. Sprich, das Dach decken, solange die Sonne noch scheint. Der alte Kennedy-Spruch nur auf Deutsch. Ist das in der Realität so? Was sind deine Erfahrungen? Starten Unternehmen aus einer starken Position heraus so ein Effizienz-Performance-Programm oder warten erst alle, bis es schwierig wird? Was sind deine Erfahrungen? Ja, meistens ist das Letzte. Warum? Warum ist das so? Warum fängt man nicht 5 Minuten vorher an? Ja. Das ist eine doofe Frage, ich weiß. Dann hat man natürlich einige Sachen auch versucht, aber vielleicht war die Seriösheit von den Programmen noch nicht da. Mhm. Und wenn das wirklich schwierig wird, dann wird alles flüssig. Ja, so ist das. Also ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sozusagen damit einmal zu starten. Ja. Wir kommen nochmal zurück zu den Werten. Ich möchte noch etwas allgemeiner werden einmal. Wie stellt ihr sicher, dass eure Programme nicht nur Kosten senken, sondern auch im Einklang mit den Unternehmenswerten und sozialen Verantwortlichkeiten eurer Kunden stehen? Also nicht nur der Blick auf die Optimierung, auf die Euros und Dollar. Wie stellt ihr sicher, dass die im Einklang mit Unternehmenswerten und anderen sozialen Verantwortlichen stehen? Ja, das ist, warum unser Programm etwas anders ist als viele vom anderen Programme out there. Weil wir wirklich mit Strategie starten. Okay. So die Unternehmensstrategie, was bedeutet das für die Einkaufsstrategie? Und wie können wir das benutzen, nächste 5 bis 10 Jahre, um eine stärkere Performance in Einkauf zu bringen? Mhm. Ja, das ist, was wir machen und verbinden dann auch die DNA von die Company und die Targets von die Company an die Targets von die Lieferantenbasis. Mhm. So, das ist wirklich so ein übergreifendes Performance-Programm. Dann passt das. Wenn ich das übertrage auf Mittelstand, den ich immer sehr gerne targetiere, wie schafft es ein Mittelstandsunternehmen denn langfristig seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit auch zu erhalten? Hilft das, mit so einem Programm zu starten oder was muss es tun, um diese Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten? Ja, ich denke, dass das speziell für so eine Mittelstandfirma und Mittelstand in Deutschland ist was anderes noch als die Mittelstand in den Niederlanden, wo ich herkomme. Aber ich denke, die Mittelstand ist so kraftig, aber die Wettbewerbsfähigkeit ist so wichtig. Aber das kann man mit Kosten machen und mit Innovation. Mhm. Ja, Kosten, Innovation, Sustainability. Man muss schneller sein als die anderen. Man muss besser sein als all die anderen. Und dafür ist ein Performance-Programm fantastisch. Wenn man die Power, wie gesagt, die Power von die Supply Base
mit die Power van die Company zusammenbringt, dann hat man das Beste. Mhm. Und ja. Du hast Innovation angesprochen, hebt ihr das auch? Also seid ihr auch bei diesen Innovationsgenerierungsthemen dran oder welche Rolle spielt das für euch? Naja, wenn wir so ein Performance-Programm machen, dann fragen wir die Lieferanten eigentlich um natürlich Cost-Reduction-Ideen zu bringen. Mhm. Und das hängt schon ein klein bisschen mit Innovation zusammen. Weil das braucht Redefinition, Respecifications und all die Sachen. Aber die zweite Lupe davon ist wirklich Cost Engineering. Mhm. Ja, so da geht es schon tiefer in die Innovations. Und dann kann man noch viel größere Cost Reduction. Ja, weil wenn ich über 5 bis 15 Cost Reduction rede, dann rede ich über die erste Schritt. Wenn man wirklich die Cost Engineering, Value Engineering machen kann, dann kann man viel mehr machen noch. Und das ist die zweite Schritt. Und die dritte Schritt ist wirklich, dafür haben wir auch Innovation-Programme, sodass wir wirklich die Suppliers in die wichtigsten neuen Innovations von die Companies bringen. Das ist die Innovation-Funnel. Du sagst gerade, also 5 bis 15, wahrscheinlich bezogen auf einzelne Produkt- oder Warengruppen, gehe ich mal von aus. Und möglicherweise durch Value Creation und Engineering, Re-Engineering, da geht noch viel mehr Innovation. Ich frage mich eigentlich nur, was hält Unternehmen davon ab, diese externe Spezialisten häufiger zu beauftragen? Also was, da müsste ja auch ein Einkaufsleiter, eine Einkaufsleiterin quasi aus eigenem Willen heraus, aus eigenem Gusto, sofort den Hörer greifen und sagen, helft mir, ich sehe zu, dass ich ein kleines Budget kriege von einer Geschäftsleitung. Ich muss besser werden. Ja, was ich denke, das Schwierigste ist, und das ist natürlich, wenn man Kosten sparen muss, dann ist das natürlich das Erste, was man tut, ist, man sagt, ich muss auch das Consulting-Budget, wenn das schon da ist, nach Null bringen. Also Catch 22, wer diesen Bild kennt, diese Negativspirale. Ja, und das andere ist, man muss das nicht sehen als ein Kosten, aber wirklich auch ein Investierungsprogramm. Mhm. Wenn man muss x Kosten reinnehmen, aber man hat eine Zurückverdientheit von nicht mal ein Jahr. Okay. Wenn man so ein Business Case auf die Tisch legt, ist es ganz anders dann, dass man fragt, ich brauche so ein Budget für Consultancy. Das heißt, ihr werdet auch der berühmte ROI, Return on Investment, das heißt, ihr werdet auch da bereit, Unternehmen zu helfen, so ein ROI, so ein Business Case zu rechnen? Ja, absolut. Ist das super? Ich rufe dich an, also ich würde es tun, ich bin kein Einkaufsleiter mehr, aber vielleicht mache ich das mal so. Aber ich rufe dich an, wir haben einen Case, kannst du mir helfen, einfach so ein Modell mal zu rechnen und dann kommt irgendwie ein One-Two-Pager raus und das kann ich dann zur Geschäftsführung gehen. Das ist wenn jemand zu mir kommen würde, das rechnet sich unter einem Jahr. Also wenn ich so eine Maschine kaufen könnte als Unternehmer, die sich unter einem Jahr rechnet, die hole ich mir aber ganz, ganz sicher an. Ne? Ja. Also gerade in der heutigen Zeit. Ja, das hört sich an als too good to be true. Genau. Aber das ist wirklich so. Aber man muss dann wirklich ein Business Case bauen. Und das wird nicht so oft gemacht. Aber das ist eigentlich die Weg, um zu gehen. Und wenn man, und das ist das zweite Interessante, wenn man dann so ein Programm spart, kann man auch die Ersparungen von das erste Jahr wieder benutzen und investieren in die zweite Wave von die. Und so bekommt man mehr und mehr Resultat. Spannend. Also ich würde mich ja freuen, also dass da was entsteht, weil mein Bestreben ist es auch natürlich auch sicherzustellen, dass wir in den Niederlanden, also in Deutschland, ganz Europa morgen noch Arbeitsplätze haben. Ich glaube, das kann auch durchaus dabei helfen, Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Also bitte nehmen Sie die Telefon in die Hand, sage ich ganz, ganz selten, und rufen Sie Robert an. Ich möchte noch, drei Fragen habe ich noch an dich. Eine Frage interessiert mich eigentlich persönlich immer wieder. Wenn man Mittelstand und Industrie mehr als Netzwerk betrachtet, ökonomisch gesehen, inwiefern können Unternehmen voneinander lernen und in Zukunft vielleicht noch besser zusammenarbeiten? Was ist deine Meinung dazu? Naja, wenn man über Wert und Hebel spricht, noch, wenn Companies nicht direkte Competitors sind, dann können die unglaublich viel voneinander lernen. Und wenn man dann Performance-Programme
vergleichen kann und Hebel vergleichen kann, dann ist das natürlich unglaublich interessant. Und natürlich, ja, wir haben als Beratungsfirma die differente Erfahrung mit differenten Hebels, aber ja, und das, ja, das finde ich auch so interessant an einer Solution wie ValueDesk, dass, ja, dass da die Knowledge von die differenten Firmas, ja, beitragen zu anderen, neue, aber auch für die Firmas, die so ein Netzwerk arbeiten. Das ist so powerful. Unglaublich. Und wir benutzen das noch nicht genug. Jeder redet über AI heutzutage, aber das ist doch, das ist die AI, die wir haben. Wenn wir wirklich die Knowledge zusammenbringen, das wird so stark sein. Das glaube ich auch. Ja. Meine vorletzte Frage, die ist ein bisschen challenging. Welche Maßnahme hat in deinem Leben, privat und oder beruflich, den größten Mehrwert gehabt? Wow. Die frage ich jeden, das ist ganz spannend. Irgendwann schneiden wir das mal zusammen. Ja. Kannst du die mir nochmal? Ja, okay. Noch mal. Welche Maßnahme hat in deinem Leben, lieber Robert, privat oder beruflich, den größten Wert gehabt? Wow. Ich denke mal wirklich etwas anderes zu tun, hat mich unglaublich viel gebracht. Die 18 Jahre Philips hat mich unglaublich viel gebracht. Aber dann zu wechseln zu etwas, was ich nie gemacht hatte, hat mich noch mehr gebracht. Was bringt man das? Das bringt man persönliche Entwicklung, neue Ideen. Man muss immer frische, neue Ideen auf die Sachen, die man jeden Tag macht, bringen. Ich denke, ja, wirklich, das war, denke ich, die Switch nach Selbstständigkeit und ein Unternehmen bauen von Philips, das war, denke ich, ja, die größte Stab für mich persönlich. Mhm. Und in Business, in Einkauf, denke ich, dass, ja, Veränderung und das Managen von Veränderungen für Teams, das so unterschätzt ist, das sehe ich noch immer. Und das ist, wo meine Passion ist, dass wir Teams helfen, um besser zu werden. Sehr spannend. Dann kommen wir also zur allerletzten Frage. Gut. Was kannst du denn dem Mittelstandsunternehmen empfehlen, um ihr Unternehmen zukunftssicher zu gestalten? Was wären so deine ersten 1, 2, 3 Schritte? Was würdest du sagen? Für die Zukunftssicherheit eines Unternehmens, was sind so deine 3 Tipps, sage ich mal, was man tun kann heute? Erstmal, mach mal eine Workshop, wo man die Targets viel höher setzt, als das man normal macht. Oh, okay. Um wirklich mal anders zu denken. Das ist mal Tipp 1, weil, und wenn man dann nur die Hälfte davon realisiert, dann ist das schon ein sehr powerful. Aber das ist ein Instrument, das wir offen benutzen. Das würde ich wirklich mal als Tipp Nummer 1 nehmen. Mhm. Und dann, wie gesagt, wenn man wirklich Transformation machen möchte, dann muss man auch Transformation machen. So, dann braucht man das wirklich professionell aufzusetzen, mit Capabilities intern oder extern. Mhm. Ja, so, Project Management und Passion. Mhm. Ja, wir haben über Passion gesprochen, aber ja, People machen nur Sachen, wenn die da enthousiast von werden, doch? Ja, man braucht Gruppen, die wirklich passioniert sind, um ein Thema zu bringen. So, eine kleine Gruppe, dass die Passion hat, um das Thema voranzutreiben. Das ist dann mein Punkt 3. Okay. Vielen, vielen Dank, lieber Robert. Vielen Dank, dass du hier warst, aus dem wunderschönen Amsterdam hier ins wunderschöne Bielefeld. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Input. Und ich muss nochmal sagen, wenn du mich mal in den Niederlanden einladen würdest für einen Podcast, in Niederländisch, würde ich total versagen. Also vielen Dank, dass du es auch in Deutsch gemacht hast. Eine große Ehre. Vielen Dank, lieber Robert. Danke, Thorsten. Es war wirklich super. Danke. Okay.